So ist es. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts So ist es. Heute mit dem Thema Zieh dir mal was drüber. Mein Name ist Steffen Wüdel und neben mir, es ist wahrgemacht, sitzt der Mann, der gestern Abend das Comeback im Fußball gefeiert hat beim Topverein. Julian, grüße dich. Ja, grüße euch, grüße dich, Steffen. Ja, ich stehe wieder auf dem Trainingsplatz. Also sagen wir es mal so, ich stand wieder auf dem Trainingsplatz. Ne? Ja. Das war es dann jetzt so erstmal wieder gefühlt. Hey, nee, nächste Woche geht's weiter. Muskelkater. Muskelkater. Echt? Ja, es tut schon ein bisschen weh wieder. Ich habe es schon gemerkt. Okay. Also, ja. Auch eine richtige Blase am Fuß gelaufen. Ja gut, die Fußballschuhe waren lang weg. Die standen lang im Keller, ja. Ja, müssen wir mal gucken nächste Woche. Wann habt ihr wieder Training nächste Woche? Immer Dienstag, Mittwoch, Freitag. Dienstag kann ich schon mal nicht, da haben wir Gruppenleiterrunde fürs Zeltlager. Herzliche Einladung, ne? Anmeldung ist schon draußen bei uns. Oh ja, gut. Nee, Mittwoch könnte gehen. Ja, sind wir wieder am Loppen. Schauen wir mal, was wird, ne? So schnell kann es gehen, ne? Ja, dann war ja gestern Aschermittwoch, haben wir auch genutzt und haben das Aschenkreuz verteilt und sogar noch ganz privat verteilt dann. Wir haben die Bayern gestern Abend noch geguckt. Mhm. War jetzt nichts für... Kein Gaumenschmaus, eins und verloren. Nichts für schwache Nerven. Ja, also wieder ohne Torschance, groß, ja. Enttäuschend eigentlich. Ja, im Moment. Das glaube ich, ganz gut. Im Moment sehr enttäuschend, ja. Vielleicht passend zum der Aschermittwochstimmung, wo es ja auch nicht so viel zu essen gab. Stimmt. Da gab es bei uns die Diskussion daheim. Was gab's? Heringssalat. Oh, ja, das ist... Ja. Ja. Die Mutti hat gekocht, aber die Luisa hat nicht mal was anderes gegessen. Oh, was denn? Aber kein Fleisch. Nee, Germknödel. Okay, ja. Aber sie hat gesagt, wir sollen die auch essen, also von daher... Ja, ja. Reste mussten weg, ne, weißt du, man kennt's ja. Und dann haben wir das nach dem Spiel dann noch das Aschenkreuz an, mein Bruder und noch ein Freund und dem sein Papa verteilt, also ganz privat auch, weil das kann ja jeder jedem spenden, diesen Segen. Ja. Genau, von daher ist es... Ja, schauen wir mal, sind wir gestartet in die Fastenzeit? Fastest du auf irgendwas? Na klar, Süßigkeiten. Fastest du auf Süßigkeiten? Ja, und du? Ich habe mir das jetzt auch mal zum Ziel gesetzt. Ich will diese Fastenzeit komplett auf Süßigkeiten verzichten und auf so süße Getränke. Also ich will nur noch Wasser und Tee trinken. Also wie ich? Ist ja, gut. Genau. Also gut, hier morgens meinen Saft, den behalte ich mir noch. Ja, das ist so ein Multisaft, weißt du, das ist mit viel Früchten und so. Ne? Okay, ja. Aber jetzt hier so Cola, Fanta, Gerödel, nee, das einfach mal weglassen. Okay. Also wirklich mal gucken, wie weit man mit Tee und Wasser kommt. Aber hast du nicht gestern Abend Salzstangen gegessen? Ja, das zählt nicht als Süßes. Zählt für mich nicht als Süßes. Okay, ja. Hier so Chips und Flips und sowas. Das ist nicht süß. Doch, das ach, das ist damit der so Salzstangen? Ah, okay. Schokolade und so ein Gerät, weißt du? So Salzstangen kannst du ja essen, wenn du krank bist, weißt du? Ja, stimmt, ja. Deswegen. Ja. Oh, jetzt machen wir viel Gedanken schon. Ich glaube, wir starten mal. Wir sind ja noch beim Thema, ne? Dass wir jetzt so komplett abschweifen. Genau. Wir haben bei den sieben Werken der Barmherzigkeit. Richtig. Und heute geht es um ein weiteres Werk, und zwar nackte Bekleiden. Ne? Das ist ja erstmal, klingt irgendwie ein bisschen komisch. Wieso sollte man nackte bekleiden? Ne? Mhm. Aber was kann man sich denn darunter vorstellen, Steffen? Ja, ich glaube, in unserem Umfeld oder so fällt es dann vielleicht gar nicht so auf. Man merkt vielleicht nur selber, in meinem Umfeld oder ich selber, man hat eigentlich so viel an Kleidung. Wo sieht man wirklich Menschen, die jetzt in dem Sinne nackt sind? Oder vielleicht, wo man vielleicht manchmal merkt, oh je, denen geht es vielleicht wirklich nicht gut. Oder die haben vielleicht dann immer Secondhand oder wirklich schon runtergekommene Kleidung. Ja, sieht man auch eher mal auf der Straße oder. Und dann denkt man halt eher, naja, man gibt denen ein bisschen Geld oder gibt denen was zu essen. Wir hatten ja jetzt schon das Thema Durst und Hunger. Das sind Dinge, die man nicht so sieht. Vielleicht, was Menschen brauchen bei nackte Bekleiden. Ja, ist schon, ja, vielleicht punktuell, wo es mal auffällt, ne? Wo man sagt, was kann man vielleicht da auch tun. Aber da geht es auch nicht nur um den eigenen Umfeld vielleicht, sondern auch, ne, wenn man mal einen Kontinent weiterschaut. Und da gibt es ja auch gewisse Aktionen. Ne? Da müssen wir auch wieder, dürfen wir Werbung machen, muss der Julian ja tun. Machen wir gleich noch, ne? Genau. Ja, ne, also wenn wir jetzt auf die Bibel wieder schauen, wo nehmen wir das her? Dann haben wir hier Jesus, der eben sagt, ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ne? Und das ist so diese Aufforderung, so, ja, wenn man jetzt beispielsweise in die Tierwelt schaut, ne, auf die Schöpfung, Tiere haben meistens irgendwie ein Fell, ne, wo man sagen kann, theoretisch, die haben ihre Kleidung immer an sich irgendwie, ne, aber wir Menschen, wir müssen uns unsere Kleidung anziehen irgendwie oder erstmal überhaupt besorgen oder kaufen, um überhaupt nicht nackt zu sein. Ne? Ja. Das ging im Paradies erst los, dass wir gemerkt haben, dass wir nackt sind, ne? Nach dem Sündenfall, sag ich mal, von Adam und Eva.
Genau, und es gibt ja auch dieses Sprichwort, Kleider machen Leute, ne? Also es gibt auch eine gewisse Ausstrahlung, was man für Kleidung trägt. Ja. Ne? Du hast gerade von Secondhand auch gesprochen, ne? Wenn man jemanden sieht, der so relativ teure Markenklamotten hat, dann wirft das natürlich auch ein Bild auf die Person, als wenn man nur, weiß ich nicht, wie du schon sagst, so Secondhand irgendwas mit Löchern oder sowas trägst, ne? Ja. Wo dann natürlich auch eine gewisse Ausstrahlung nach draußen auch trägt, ne? Ja, und dass wir schon noch merken, ne, wenn wir uns so kurz vorher unterhalten, was wir so in unserem Schrank haben oder Bekannte vielleicht auch, wo man so, muss ich auch zugestehen, ne, wie viel auch schon Sportsachen hatten, wo es eigentlich schon übertrieben ist. Also, mhm. Und wie viele T-Shirts ich auch irgendwie habe, wo ich sage, ich habe gerne so T-Shirts mit Sprüche. Und wenn man da wieder was sieht, dann denkt man, ah, das ist wieder ein cooler Spruch. Aber ja, irgendwann denkt man gefühlt, ja, der ganze Schrank ist voll. Das ist schon krass, wo man so manchmal denkt, ja, man hat da schon an einen Überfluss. Und ich glaube, das geht nicht nur den meisten Frauen wahrscheinlich so, sondern auch wirklich vielen einfach Menschen so generell. Ja, man kennt das ja vielleicht irgendwie, ne? Man hat einen Schrank voll und dann kauft man irgendwie nochmal weiter ein, weil es gefällt einem irgendwie und weiß nicht, und was passiert dann mit der Kleidung, ne? Und dann, da jetzt können wir wieder Werbung schalten. Es gibt von Kolping immer so die Altkleideraktion. Mhm. Das ist eigentlich immer ganz schön, da werden ja alte Kleider, kann man es eigentlich so sagen, ja auch, gesammelt halt, ne? Und die werden dann halt ja, in die Länder geschickt, wo Menschen eben Kleidung brauchen, ne? Ja. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Container, die man vielleicht auch kennt irgendwie, ne? Ich glaube, ja, überall das so rum. DRK und so sammelt auch immer Kleidung. Also es ist auch etwas, was ja auch eigentlich irgendwie selbstverständlich bei uns ist. Aber was man natürlich auch bedenken muss, ist, dass wenn wir an nackte Bekleidung denken, dann denkt man irgendwie so meistens an Länder in Afrika irgendwie, ne? Da, ja, da meistens Menschen sind angeblich, die wenig Kleidung haben. Aber schauen wir, wie gesagt, mal in unserem Umfeld vielleicht auch oder mit offenen Augen auch durchs Leben gehen. Wir hatten das die letzten Wochen schon bei hungernde Speisen und durstigen Trinken geben, wie viele Leute denn in unserem Umfeld vielleicht denen auch nicht gut geht, ne? Und da gehört auch Kleidung auch mit dazu, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man, weiß ich nicht, 5 Jeanshosen hat oder 8 T-Shirts. Ich finde das immer ganz lustig im Zeltlager bei uns. Da muss man die Kinder manchmal schon auffordern, mal das T-Shirt zu wechseln. Die tragen dann immer nur eins, ne? Weil da denken sich, machen sich Kinder gar keine Gedanken drüber, ne? Ja, ja. Also es ist auch etwas, wo man natürlich auch nochmal angeheitert wird. Sagt man das so? Angeheitert? Was meinst du mit heitern? Das ist ja Lachen. Angeheitert, angelacht. Ja, also weißt du, so aufgefordert. Angespornt. Ja, genau, angespornt wird, auch nochmal mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, ne? Und vor allem den Blick für die Leute eben auch zu haben, die halt auch Hilfe brauchen, ne? Ja. Ja, eben, und wie gesagt, ne, wir haben zwar Secondhand, wo man sagt, das ist ja jetzt erstmal auch nichts Schlechtes, sondern klar, wenn man jetzt vielleicht sagt, oh Gott, das ist wirklich schon runtergekommen, wo man sagt, okay, das ist vielleicht wirklich nicht mehr gut, das kann vielleicht für was anderes benutzt werden, aber dass man wirklich schaut, was kann man vielleicht auch bei Kindern wird es ja oft auch gemacht, wo man sagt, wenn man in der Verwandtschaft noch einen Neffe oder irgendwo hat, wo man sagt, oder da sind Kinder, und dann kannst du das, weil die Kinder wachsen schneller raus, dann gibt man es weiter. Ich glaube, das passiert da schon besser. Je größer man wird, desto weniger wird es, glaube ich, gemacht mit dieser Weitergabe, weil man eben gesagt, das ist vielleicht schon zu sehr abgetragen und. Aber wie gesagt, diese Nacktheit, das ist schon auch was, ja, es ist einem irgendwie auch manchmal peinlich. Und wir haben die Szene in der Bibel, ne, wo Jesus, ne, wir haben jetzt die Fastenzeit, wo man sich auf dem Kreuzweg dann irgendwie auch Karfreitag vorbereitet und Ostern. Und auch da, ne, Jesus wurde die Kleider beraubt. Am Ende nur das Leinentuch und so wird er gekreuzigt. Also man, ja, wer nackt ist, der ist dann irgendwie schon. Ja. Und fühlt sich ausgeliefert irgendwie. Ja, genau. So, ne? Ja. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass Nacktheit für uns eigentlich nichts Unnatürliches auch irgendwie ist, ne? Wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen gehabt. Letzte Woche, Steffen war ja auch in der Therme, ne? Hatten wir ja erzählt gehabt. Und ne, Sauna gehört irgendwie auch zur Therme mit dazu, wo man einfach nackt reingeht. Oder wenn wir beispielsweise an die Geburt denken, ne? Ja, ja. Es wird ja niemand mit Kleidung geboren irgendwie, sondern wir kommen generell erstmal alle nackt zur Welt. Egal, ob Mann, Frau, weltberühmt oder nur ein armer Mensch, wir werden generell erstmal alle nackt geboren. Natürlich, wir werden dann meistens, ich weiß, war noch nie bei einer Geburt mit dabei, aber so hört man es, man wird erst, glaube ich, erst gewaschen, das Kind, ne? Und dann wird es in so Tücher eingewickelt. Also natürlich, man bekommt dann irgendwie Kleidung, ne? Aber generell wird man erstmal nackt geboren. Ne? Genau, so wie der Mensch halt ist in dem Sinne. Mhm. Ja. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ja. Auch ein Thema, wo man ja meistens ja vieles drüber liest, wenn man dazu irgendwas googelt, wo Menschen irgendwie nackten Kleidung geben. Also auch nochmal eine indirekte Aufforderung an euch. Schaut vielleicht mal in euren Kleiderschrank. Ja. Habt ihr genug Klamotten?
Was braucht ihr vielleicht nicht, ne? Und vielleicht jetzt auch gerade Fastenzeit, ne? Wenn du sagst, ja klar, wir haben jetzt geschoben, wir verzichtet auf was oder so, aber vielleicht kann auch so eine Aktion ein bisschen befreien, weil eine Fastenzeit soll ja auch so ein wenig befreien. Und ich finde schon, ihr kennt das schon auch, wenn ihr daheim aufräumt oder so, bevor ihr vielleicht irgendwie eine schwere Prüfung habt, ne? Wie der Julian dann am Montag, manchmal ist es so, da räumt man vorher erstmal auf, das mache ich erstmal, ist gerade wichtig. Und so ist vielleicht auch so ein Kleiderschrank in dem Sinne ausmisten. Ich glaube, das tut auch richtig gut. Und wenn man dann sagt, und da kenne ich einen Ort, ob es jetzt so ein Container ist oder wenn vielleicht irgendwo jetzt sogar eine Altkleidersammlung in nächster Zeit ist, wo ich sage, da gebe ich das Gefühl in gute Hände, habe noch was Gutes getan und dann eine Win-Win-Situation. Vielleicht gelingt uns das ja in der Fastenzeit, da einfach mal jeder mal im Kleiderschrank zu gucken, was wir so haben. Jawohl. Hast du noch irgendwas, Steffen, was du loswerden möchtest? Nö, ja, ich denke, wir freuen uns jetzt so ein bisschen auf die kommende Zeit. Wir hatten einen schönen Fastnachtsgottesdienst gefeiert letzten Sonntag. Mhm. Und jetzt haben wir mit dem Aschenkreuz to go, sind wir gut reingestartet gestern. Jetzt hoffen wir nur, dass die Bayern wieder ein bisschen besser spielen. Und die Gladbacher natürlich auch. Ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Genau. Kreuzweg to go habt ihr auch wieder? Kreuzweg to go, den kann man ablaufen. Genau, wir haben jeden Tag Tagesimpulse. Die sind auch online oder auch in unserer Fastenecke in der Kirche. Also es gibt vieles wieder zu erleben von St. Antonius und St. Pius. Oder bestimmt auch von Petersberg. Stimmt. Einfach mal auf den Homepage bestimmt. Einfach da mal schauen, und was so euer Weg auch ist, gerade jetzt diese Zeit zu begehen. Genau. Ja. Nee, dann hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast So ist es. Dann mit dem Titel Mehr wie eine Gemüsesuppe. Schauen wir mal. Magst du Gemüsesuppe? Wenn es kalt ist, ja. Und ja. Also wenn da richtig viel zu, eher schon Richtung Eintopf mag ich, dann mag ich es, wenn es so kräftig ist. Aber jetzt einfach nur so eine Gemüsebrühe. Nicht so deins? Da muss ich schon krank sein eigentlich. Okay. Wieso isst du das? Ich esse Gemüsesuppe, ja. Okay. Wenn Fleisch drin ist, ne? Ja. Ja. Naja, so, dann genau. Ja, verabschieden wir uns für heute, wünschen euch noch eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich wieder, ne? Ja. Und sagen zum Abschied, bleibt angezogen. Ciao, ciao. Ciao.